Da bist du ja endlich. Schau, die anderen sind schon alle da. Jetzt wird doch gleich das Foto von uns und Finalistinnen gemacht. Ja, Entschuldigung, Bus verpasst. Natalie, hast du nicht so viel gesehen auf deinem Weg? Auf die hätten wir nämlich auch noch warten. Nein. Wo ist überhaupt dein Dirndl? Das habe ich gestern Abend in der Garderobe liegen lassen. Aber die teile ich mir ja eh mit der Natalie. Vielleicht ist sie ja schon da. Schickst du halt mir umziehen, gell? Du bist ein Schisschen, warte schon. Ist ja gut. Habt's eigentlich deinen Einzug ins Finale gestern nach dem Online-Voting noch recht gefeiert? Der Rupert Wagner und du? Der hat mich nur nach Hause gebracht. Ja, es schaut ja nie, wenn man sie mit einem von der Jury gut steht, gell? Als Referent vom Kulturamtsleiter Egelseder ist der Rupert lediglich dessen Vertretung und sitzt selber nicht in der Jury. Entscheiden tut also nur der Egelseder und nicht der Rupert. Sauber. Sind wir also schon beim Du beim Herrn Wagner? Nicht schlecht. Das Licht da wird es schon. Wir uns schon auf dieses Fotoshooting vorbereiten. Seit Wochen renne ich jeden Abend ins Fitnessstudio. Maniküre, Pediküre, ist überhaupt keine Kohlehydrate mehr. Frau Meisenberger, solange die Spurensicherung hier nicht fertig ist, ist dieser Tatort nicht freigegeben. Aber. Und deswegen haben wir das Fotoshooting auch abgesagt. Und jetzt gehe ich da hinüber. Ja, und wie lange sollten wir mir dann nur da stehen? Mein Mann, der hat eine Metzgerei, soll helfen. Also das kann schon ein bisschen dauern, bis wir alle Zeugen befragt haben. Ja, und wie viele Zeugen müssen Sie da befragen? Wie lange dauert es? Nein! Mei, bin ich froh, dass ihr da seid. Drei emsige Bierköniginnen, ein narrischer Fotograf und eine ehrgeizige Visagistin. Wir brummen die Ohren da drin. Mhm. Ist denn außer Ohrbrummen sonst noch was rausgekommen bei der Befragung? Nein! Der Fotograf und die Visagistin sind heute in der Früh aus München gekommen und die drei Grazien sind gestern gleich ins Bett gegangen nach dem Online-Voting. Die brauchen das wegen der Schönheit. Schön. Michi, ist also gut, schau doch mal, ob jemand mitbekommen hat, ob der Herr Renz während der Tatzeit auf seinem Zimmer im Gasthof gewesen ist. Ja, halt. Und dann überprüfen Sie bitte noch das Alibi von Herrn Kerscher. Der hat zu fraglichen Zeit angeblich mit einer gewissen Frau Wieser gearbeitet. Die ist der Kellnerin. Hm. Renz, Kerscher, Lisa. Sehr gut, Michi. Ja, genau. Also entschuldigen Sie schon, aber ein bisschen mehr Rücksicht kann man schon erwarten, gell? Wir sind ja immerhin keine Verbrecherinnen. Wo hast du's? Uns ist zu Ohren gekommen, dass Sie auf die verstorbene Frau Prast nicht so gut zu sprechen gewesen sind. Ja, der Artikel war ja ein Krampf. Wichtig machen wollte sie, damit keiner merkt, dass sie einen Arsch hat wie ein Brauereigaul. Bei dem Streit gestern mit der Toten, worum ist es da gegangen? Schissen hat's beim Online-Voting. 1688 Stimmen, das kriegt jeder mal ein Supermodel. Das wundert mich nicht, so schön wie die dem Renz da hat. Sie meinen, sie hat dem Veranstalter von der Wahl schöne Augen gemacht? Also wenn Sie mich fragen, dann war das ein ganz ein ausgeschampftes Luder war das. Gestern auf die Nacht, so um oder halbe elf, wo sind Sie da gewesen? Also Sie glauben jetzt nicht, dass ich die Natalie... Das sind erstmal reine Routinefragen, Frau Meisenberger. Also bitte. Ja, ich hab's eher einem Kollegen schon gesagt. Dann sagen Sie es uns noch mal. Ich bin gleich heim ins Bett. Sie wissen ja gar nicht, wie anstrengend es ist, den ganzen Tag repräsentieren und das alles. Gut, dann dürfen Sie jetzt natürlich gehen. Aber halten Sie sich bitte zu unserer Verfügung, ja? Bitte schön. Schön, aber ganz schön. Das ist alles der Stunken und der Logen. Die immer mit ihrem Wahrheitsschmarrn. Mein Mann hat noch nie Gammelfleisch verarbeitet bei uns in der Metzgerei. Rufmord ist es. Mein Ludwig ist eh schon total fertig mit den Nerven. Und das alles wegen der Tussi. Und deshalb wollten Sie die Meinung sagen. Und das ist dann außer Kontrolle geraten? Na, ja, es stimmt, ich habe einen Zorn gehabt auf Natalie. Aber deshalb bringe ich doch niemanden um. Ja, gut, Frau Meisenberger, dann können Sie jetzt eigentlich gehen. Aber halten Sie sich bitte zu unserer Verfügung, falls wir noch Fragen haben sollten, ja? Einfach so. Ja, wir können Sie ja gerne hier behalten, wenn Sie wollen. Na, danke, ich bin dann schon weg. Wiederschauen. Wiedersehen. Wiedersehen.